Deutschland bleibt im Lockdown-Modus, auch über Januar hinaus. Alle bisherigen Maßnahmen werden bis zum 14. Februar verlängert. Heißt, Restaurantbesuche, der Gang zum Friseur, ins Kino oder ins Fitnessstudio fallen weiter aus. Auch fast alle Geschäfte bleiben zu. Dazu Kontaktbeschränkungen wie gehabt. Ein Haushalt darf maximal eine weitere Person treffen. Die Verlängerung der Maßnahmen vor allem aus Sorge vor der wohl weit ansteckenderen Mutation aus Großbritannien. Wir müssen jetzt handeln. Jetzt ist die Zeit, um der Gefahr, die in diesem mutierten Virus steckt, vorzubeugen. Es geht also um Vorsorge. Zur Vorsorge wurde an einigen Stellen nachgebessert. So reichen in Geschäften, Bussen und Bahnen Alltagsmasken nicht mehr aus. Vorgeschrieben sind künftig medizinische Masken, also sogenannte OP- oder FFP2-Masken. Da wird immer gefragt, muss denn das jetzt sein? Ich kann nur eines sagen. Wird das Virus gefährlicher, muss die Maske besser werden, um damit im ÖPNV, zum Teil aber auch am Arbeitsplatz, eine höhere Sicherheit zu haben. Dort sollen ohnehin nur noch so wenige Menschen wie möglich hin. Per Verordnung heißt es nun, Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen medizinische Masken bereitgestellt werden. Kein Normalbetrieb auch weiter in Kitas und Schulen. Die bleiben entweder geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Das letzte Wort haben hier aber die Länder. Gleiches gilt auch für mögliche Ausgangssperren. Bundesweit wird es sie nicht geben. Nach diesen neuerlichen Beschlüssen pendelt die Stimmungslage zwischen Verständnis und Zermürbung. Ich sehe keine andere Chance, ja, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Wie sollen wir das bekämpfen, wenn nicht mal strikt, aber es müssten alle an einem Strang ziehen? Also ich habe jetzt wirklich Leute, finde ich, die auch das psychologisch so ein bisschen mitnimmt. Lebensqualität ist das nicht. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht in Depressionen verfällt. Umso wichtiger ist deswegen eine Öffnungsstrategie. Und da macht die Kanzlerin Mut, dass der Lockdown im Februar ein Ende finden könnte. Ich glaube, dass wir ehrlich sagen, wenn das alles wirklich gut eingehalten wird und auch im Privaten die Menschen sich an die Kontaktbeschränkungen halten, dann haben wir eine faire Chance. Wichtig, so Merkel, sei aber auch eine gemeinsame europäische Linie. Sollten Nachbarländer nicht so mitziehen, könnten auch Grenzkontrollen wieder eine Option werden.